So, hallihallo, das ist mal wieder nächste Folge Stardew Valley. Wir werden heute, das habe ich mir letzte Folge vorgenommen, beziehungsweise mehrfach erwähnt, wir werden heute das Haus umdekorieren. Dazu werde ich aber noch zu Robin gehen und diverse Einrichtungsgegenstände erwerben, falls die gute Frau noch irgendwas hat, was mich interessiert für in die Bude. Dann werden wir heute mal das Haus umbauen. Habe ich nämlich noch nie gemacht in diesem Spiel, also noch nie so ernsthaft umgebaut. Bin mal gespannt. Allzu schwierig wäre es wahrscheinlich nicht. Ich muss halt nur überlegen, wie und was und wohin. Aber ich nehme euch gerne auf diese Reise mit. Wenn es euch dann nicht gefällt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ob ich es ändere, weiß ich nicht. Nein, tut mir leid. Ich will nicht so arschig klingen. Nee, ich werde gucken, ob ich es hinkriege. Wenn es mir gefällt und es euch gefällt, dann können wir es so lassen. Weil so wie es jetzt aussieht, sieht es halt echt nicht schön aus. Es ist einfach nur alles reingeklatscht. Und ich habe ja mittlerweile alle Räume gebaut. Das heißt, ich kann dann auch so ziemlich alle Räume nutzen, logischerweise. Sollte ich eventuell auch mal tun, weil bis jetzt sieht das alles ein bisschen arg stürmisch und wild aus. Ja. Heuballen 11,40. Ja. Gestern haben die halt alle wieder gefuttert, weil es geregnet hat. Und heute können die Junimos zum Glück die erste Ernte einfahren von den Blaubeeren. Das ist sehr geil. Und bis wir das Haus umgeräumt haben, sind die wahrscheinlich auch gut durch. Damit schätze ich mal. Müsste eigentlich gut hinhauen zeitlich. Die kriegen das schon hin in der Zeit, die sie haben, weil die fangen ja an um 6 oder 7 am Morgen und sind dran bis 19 oder 21 Uhr. Und wenn man sie nicht stört und sie sich nicht irgendwie hier soft locken, weil man was abbaut, also man sollte möglichst nichts ernten, wenn... Das ist ein bisschen laut mit den Tieren. Man sollte möglichst nichts ernten, wenn man die Junimos hat. Sonst werden die gesoftlockt. Das heißt, wenn man die machen lässt, werden die eigentlich gut fertig. Ja. Also das ist jetzt bis jetzt mein Eindruck. Ich bin auch sehr zufrieden damit, weil ich echt eine mega Zeitersparnis einfach habe, wenn die guten Junimos für mich das Zeug ernten. Ups, so nicht. Hier rein. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer gönnt euch die Dinger, sie sind echt nicht teuer. Das Schwierigste ist die Sternfrucht, weil die ewig braucht zum Wachsen, sonst sind die relativ easy. So, ja, das war jetzt echt alles, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ihr Fragen bezüglich solchen Dingen habt, bin ich auch nicht wirklich der beste Ansprechpartner. Da gibt es bessere Ansprechpartner. Zum Beispiel so jemanden wie den guten Sub-Zero oder auch Sascha genannt. Das von mir so liebevoll betitelte lebendige Stardew Valley Wiki, weil der Kerl halt einfach alles weiß. Ihr könnt mir die Fragen aber auch gerne in den Kommentaren stellen, dann werde ich sie probieren zu beantworten, indem ich ihn frage, wie ich sie beantworten soll. Keine Ahnung. Nee, wenn Fragen aufkommen, haut die gerne in die Kommentare. Ich probiere die irgendwie zu beantworten, falls ich es hinkriege. Wenn nicht, dann frage ich ihn. Vielleicht beantwortet er sie auch. Das kann auch sein. Wenn er Zeit hat und Lust hat. Man kann ja nicht jeden zu irgendwas zwingen, ne? Wenn er sagt, er will nicht, dann will er halt nicht. Das ist ja aber auch verständlich dann. Ja. Aber er weiß halt echt, weiß so ziemlich alles. Er hat alles im Kopf. Alles außer, wie man Gebäude zerstört. Ja. Aber ich werde es ihm jetzt nicht nochmal vorhalten. Das habe ich ihm schon oft genug vorgehalten, ne? Mein Freund. Das war das letzte Mal. Ich hoff's, ich versprech's, aber nur so mit gekreuzten Fingern, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal irgendwann einen Joke drüber machen werde. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ja, wir werden jetzt auch das Thema wechseln. Wir gehen jetzt zu Robin. Schauen, ob ich da irgendwelche Gegenstände finde. Ich habe, glaube ich, bei den Tieren jetzt alles gemacht, so ziemlich. Ich glaube schon. Vor lauter Laberei mal wieder, ich sag's euch. Blabla, alles vergessen. Wir müssen dann auch bald mal wieder Geschenke verteilen, wegen sowas dann, ne? Was haben wir hier? Oh, hallo. Moin, moin. Mein Vater und ich testen nur ein paar Bodenproben. Punkt, Punkt, Punkt. Sei nicht schüchtern, wir könnten sogar ein wenig Hilfe gebrauchen. Ja, da bin ich doch dabei. Ganz klarer Fall.
Könntest du für mich dieses Reagenzglas im Auge behalten? Ich hole nur die letzte Ladung an Proben. Bin gleich wieder da. Alles klaro. Oh, da flitzt aber ganz schnell. Und raus. Danke, dass du uns hilfst, Horst Manfred. Ja, bitte, bitte, Demetrius. Ist auch ein richtig cooler Charakter, finde ich. Maru ist ein braves Kind. Sie ist mein besonderes kleines Mädchen. Ich hoffe, dass nichts ihrer strahlenden Zukunft in die Quere kommen wird, wenn du verstehst. Was ist geschehen? Nur so als kleiner Denkanstoß. Ach so, meint er jetzt, falls ich... krall mir die Maru als Freundin slash Frau, dass ich ihrer Karriere im Weg stehe wahrscheinlich, ne? Hey, entschuldige, ich hoffe, ihr habt euch während meiner Abwesenheit gut unterhalten. Ja, na klar, auf jeden Fall. So Gespräche zwischen Vater und Freund, also wir sind ja nicht wirklich der Freund, aber das ist halt immer ein bisschen awkward, solche Gespräche. Ich habe Horst Manfred nur etwas über die Bodenproben erzählt, die wir untersuchen. Na klar, auf jeden Fall. Nicht wahr, Horst Manfred? Eigentlich hat sich der Vater merkwürdig benommen. Nein, wir sagen nichts. Nun, wir titrieren besser diese Lösung, bevor sie uns kristallisiert. Whatever. Okay, hier, Horst Manfred. Ich zeig dir, wie man die Ausrüstung benutzt. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Hau raus. Gehört das jetzt dazu, oder ist es eine zweite Zwischensequenz? Ich bin verwirrt. Doch, die gehört wahrscheinlich dazu, ne? Mega erschrocken. Oh, du bist Linus, stimmt's? Ist das doch eine andere? Hast du Hunger? Ich könnte dir was zum Mittag machen. Wie wäre es mit etwas Höhlenkarotteneintopf von gestern? Das ist sehr nett, aber nein, danke. Ich hatte heute viel Glück beim Wühlen. Okay. Hä? Okay. Horst Manfred, du siehst aus, als wolltest du etwas sagen. Ich bin nur froh, dass es Linus gut geht. Ich würde ihn gerne einladen, mit mir auf dem Hof zu leben. Ich würde ihn gerne einladen, auf dem Hof zu leben. Das wäre so... Das geht wahrscheinlich nicht wegen Frauen so, ne? Ich bin nur froh, dass es Linus gut geht. Machen wir mal. Ich weiß es nicht. Vielen Dank, Horst Manfred. Ich habe mir ja schon fast Sorgen gemacht. Ich dachte, du würdest mich einladen, zusammen mit dir auf den Hof zu ziehen. Zwinker, zwinker. Weißt du, hier im Tal bist du mein bester Freund. Du hast nie versucht, mich zu ändern. Du respektierst, wie ich lebe. Auch wenn du es nicht verstehst. Ich verstehe es. Also ich weiß nicht genau, warum er es macht, aber ich kann es verstehen, wenn jemand sowas machen würde. Ich finde geil, dass er sagt, dass ich sein bester Freund bin. Ich feiere das. Linus ist echt mein Waifu. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich auch, Linus. Du bist der Beste. Und jetzt ab in die Wildnis. Ah, riechst du das? Das ist der süße Duft von reifen Beeren. Oh, und losgehechtet. Ach, Linus ist so cool, ich sag's euch. Oh, was für ein Schatz. Ja, das ist er, das stimmt. Das ist er wirklich. Cool. Sehr geil. Ich hätte es gedacht, die gehört dazu, die Zwischensequenz. Ja. Das kostet mich der Spaß eigentlich noch. Oh, da warten wir noch. Jetzt muss ich erstmal einkaufen. Wir nehmen eine Couch mit, auf jeden Fall. Kommode habe ich. Tisch brauche ich, glaube ich, keinen. Werkbank. Ah, nee, Werkbank nicht. Kühlschrank habe ich, Telefon habe ich, Fernseher habe ich, Möbelkatalog. Besser nicht. Dekoration für den Hof, Ziegelkamin, Steinkamin, Ofenkamin. Ja, so kleines Kaminchen. Rotes Deluxe Doppelbett. Das ist von der besonderen Bestellung Quest. Das kaufe ich jetzt mal. Steinfeuerschalenrezept, das kaufe ich auch mal noch. Steinfeuerschale, stopp. Das wäre ja voll cool für an die Wege, ne? Wo ist sie jetzt? Da. Steinkohlefasern. Oh. Aber die sind cool, glaube ich. Die könnten echt cool werden, die Dinger. Aber die sind natürlich auch ziemlich cool.
Und die wären sogar nicht mal so teuer, weil ich habe einen Haufen Batterien. Muss mir mal überlegen, ob ich das mache. Muss mir überlegen, ob ich hier noch irgendwas kaufen will. Ich könnte vielleicht noch Fenster mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich Fenster brauche noch. Vielleicht auch noch eine Pflanze. Und dann werden wir jetzt noch das Ding auf jeden Fall in Auftrag geben. Das Silo. Natürlich wieder in die falsche Richtung, warum auch nicht. Bauen. Ja, und dann gehen wir dekorieren. Damit die Folge heute irgendwie noch ein bisschen Inhalt hat. 1, 2, 3, 4, genau, das Bau nicht möglich. Ach komm, on, liegt da jetzt echt was rum? Muss das sein? Ja, stelle ich es hier hin und lasse es irgendwann umstellen. Das ist jetzt echt nervig. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude-Silo zu arbeiten. Vielen Dank, ich bin weg. Ja, wie ich sehe, wir sind wieder ziemlich schlecht in der Zeit. Das wird wieder ein bisschen überzogen werden, die Folge. Aber ich konnte auch nicht damit rechnen, dass wir zwei Zwischensequenzen auf einmal bekommen heute und dann auch noch so coole. Die waren beide ziemlich nice, aber die mit Linus war halt ultimativ. Guckt es euch an. 2, 4, 6, 8, 9 von 10 Herzen. Krass. Ja. Zum Glück haben wir ihn wirklich nicht dazu gezwungen, weil ich glaube, das wäre wirklich blöd für ihn gewesen, wenn wir gesagt hätten, er soll bei uns leben. Ist, glaube ich, wirklich die beste Entscheidung gewesen, einfach zu sagen, ich bin froh, dass es ihm gut geht, weil wenn ich nicht sein bester Friend bin, dann bin ich froh, wenn es ihm gut geht. Ganz klarer Fall. So. Jetzt muss ich nochmal... Wie dreht man jetzt nochmal Dinge? Ich habe schon wieder vercheckt, wie man Dinge dreht, ne? Ich glaube es nicht. Ah. Oh, das war ein bisschen laut, Entschuldigung. Der Tisch kommt weg. Den brauchen wir nicht. Der Fernseher, da habe ich heute Königin der Soßen geguckt, der kommt auch mal weg. Ich hätte so eine Idee, dass wir hier irgendwie so, keine Ahnung, Fernseher da unten hin oder Couch da unten hin. Ich muss den Fernseher auf jeden Fall hier lassen, sonst verchecke ich wieder Fernseher zu gucken. Oder wir stellen die Couch hier hin und den Fernseher doch dahin. So. Hier so ein kleines Kaminchen. Nee, das hier nicht. Hier hängt noch ein Gemälde. Wir könnten noch gucken wegen den Fenstern eventuell, wo wir die unterbringen. Jetzt klingelt auch noch das Telefon. Am anderen Ende hören sie eine Roboterstimme. Herzlichen Glückwunsch. Ein 10.000 Gold Georgia Rabatt wartet auf Sie. Bitte senden Sie Ihre Kreditkartennummer an N. Gungerstraße 133 zu Stadt für Ihren Rabatt. Klick. Vergiss es. Auf gar keinen Fall, mein Freund. So. Okay, das sieht ein bisschen strange aus mit dem Fenster. Weiß nicht. Hätte ich vielleicht doch noch ein Fenster gebraucht? Jetzt habe ich... Ah doch, da oben ist ja schon eins. Da kriegen die Keys noch eins. Gut. Kinderzimmer lasse ich, glaube ich, so. Können wir höchstens sagen, wir hängen denen noch ein Bildchen rein. Den alten Fernseher, den werden wir auch mal... Ich überlege gerade, ob ich hier oben eine Rumpelkammer machen soll. Wo ich vielleicht Zeug hinstelle, wo ich nicht weiß, wo es hin soll. Keine Ahnung. Der kommt auf jeden Fall neben den Fernseher. Vase und Pflanze bleibt. Die kleine Deko-Pflanze, wo kommst denn du hin? Hier bei Lea vielleicht. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Die Kommode bleibt. Das Ding hier muss auf jeden Fall mal irgendwo anders hin. Ich weiß noch nicht wo. Ins Kinderzimmer ist doof, da oben ist das Aquariumzimmer, das ist auch ein bisschen doof. Vielleicht lassen wir es doch. Ich weiß es nicht. Hier unten ist mein Kaffeezimmer. Stellen wir es doch hier hin. Das passt halt nicht zu dem Teppich. Der Teppich ist ein Ticken zu groß für das Ding. Dann machen wir den Teppich halt irgendwo anders hin, hier oder so. Und das Ding. Sollte man schon fast irgendwann die Wand stellen, ne? Schwierig, schwierig. Ofenkamin, der kleine Ofenkamin. Das sieht irgendwie cooler aus wie der. Wo stelle ich denn den hin? In der Küche ist kein Platz, ne? Nee, doch. Da wäre Platz. Aber da muss der Kühlschrank, das Skelett weg. Die Statue da unten habe ich ja auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh je, oh je, oh je. Das geht schon mal so gar nicht.
Sollen wir den ins Kinderzimmer stellen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Damit die Kiddies hier... Ja, ich weiß nicht, ob das... Na, das sieht ein bisschen kriminell aus. Ich bin mir da ziemlich unschlüssig. Das ist auch doof mit dem Fenster, dann kommt das Fenster halt hier hin. Statue des Vielfraßes. Was man jetzt... Hey, du bleibst doch von der Axt weg, ne? Pass auf, ey. Die rasiert mich noch weg, ich sag's euch. Gut, was war jetzt mit dem dicken Frosch? Kann ich den nur hier drin? Oder auch draußen? Müsste auch draußen gehen, oder? Ich hab nicht wirklich umgeräumt, ne? Das sieht immer noch gleich bescheiden aus in der Bude. Keine Ahnung, stelle ich dich einfach hier hin? Und den irgendwie mal woanders hin? Dieses kaputte Ding könnte ich eigentlich auch woanders hinstellen eventuell. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Das lassen wir jetzt mal so da draußen. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin schon wieder überfragt und überfordert. Mensch. Den eins rüber, das hier hin. Ich weiß nicht, Kamin neben Fernseher. Nee, das sieht nicht so nice aus irgendwie. Das lassen wir so. Die bleibt auf jeden Fall hier, damit ich das morgens nicht verschwitze, die zu looten. Die Kalender könnte man vielleicht noch umhängen. Hier hin irgendwo, ich weiß es nicht. Ich vergesse den gern neben dem Bett. Ja. Kann ich den hier anklicken? Nee, kann ich nicht. Aber so kann ich, ne? Ja. Ja, dann stellen wir dich vors Fenster. Geht nicht. Doch, geht. Hm. Ja, doch. Kaffeemaschine, Telefon bleibt. Am Tisch fehlen mir noch Stühle. Schöne Sache. Die Aquarien, die bleiben da. Das Kaffeeding bleibt auch. Das ist der Raum von Lea. Den lassen wir auch ziemlich unverändert erstmal. Nachttisch. Aquariumzimmer, Kinderzimmer mit Kamin. Die Rumpelkammer hier oben. Die Axt, die nehme ich mal noch mit. Das sind noch zwei Bilder an der Wand. Die nehme ich auch noch mit. Die müssen woanders hin. Die kann ich nicht in der Rumpelkammer lassen. So, mal gucken. Hier passt noch was. Hier noch bei Robin irgendwo. Bei Lea. Bei Robin, genau. Muss an der Wand platziert werden. Ja, habe ich ja gerade probiert. Wollte nicht. Hängen wir auch bei den Kies rein. Achso, es ist 20 Uhr, es ist wohl dunkel. Ich dachte gerade, ich habe das Licht ausgeschalten. Schön. Was mache ich jetzt mit der Deko-Axt? Wo dekoriere ich die Axt? Neben das Bett. Ach, das geht. Ja, cool. Dann lassen wir die da stehen. Falls Einbrecher kommen, ne, ganz klar. Den Teppich, können wir den da drunter legen? Ich weiß nicht, ob das geht. Sieht nicht so... Ah, doch. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist die Frage, hier oder hier? Oder wo oder wie? Oder wer? Oder was? Den vielleicht direkt vor den Fernseher und das da drauf. So. Oder anders. Ist hier besser oder hier besser? Ich glaube, so ist besser, ne? Ja, ich und dekorieren, ich sag's euch. Ich und dekorieren, das gibt nix. So, schön. Ach, jetzt kann ich mich sogar hinhocken. Schöne Sache. So, Königin der Soßen hatte ich angeguckt, ne? Du weißt bereits, wie man Ahornriegel macht. Yes. So, Frau, ich muss mal an den Herd, bitte. Nicht? Doch. Wo ist er denn? Das müsste ja eigentlich nur ein Riegel sein, ne? Irgendwo. Ah, ich habe noch so viele. Da ist er. Ahornsirup, Zuckerweizmehl. Ich habe noch so viele offene Rezepte und ich sehe gerade, dass ich noch ein Fenster habe. Und ein Deluxe-Doppelbett, bevor sie sich ins Bett legt. Das Fenster kommt noch in die Küche. Und das Bett kommt dahin. Ich hoffe mal, dass man da noch alles sieht, hinten dran. Ja, die Mani linst immer noch übers Bett, also kann man so lassen. Sehr schön. Genau so muss das. Das Bett kommt dann aber auch weg. Kann ich das schreddern? Dekorative Schale, den kleinen Eichentisch. Ich muss mir überlegen, was ich mit dem mache. Die Dekoschale, was mache ich mit der? Stelle ich die hier auf den Tisch? Geht das? Ups.
Geht nicht. Wir könnten den kleinen Tisch ja noch behalten hier. Für diverse Dinge. Weiß ich nicht. Irgendwas könnten wir damit vielleicht schon mal anfangen. Jetzt bringe ich noch ganz schnell die Steinchen weg. Und muss noch bei den Junimus gucken. So wie es ausschaut, sind die gut durchgekommen heute. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Also, falsche Kiste. Hier rein, zack. So. Dann schauen wir mal. Ich denke, die Junimus sind komplett fertig geworden. Sieht auf jeden Fall danach aus. Das ist eine böse Ausbeute, ich sag's euch. Holla die Waldfee. Und daraus werden wir uns jetzt wieder dann Blaubeersaat für den nächsten Sommer oder so machen. Obwohl ich nicht weiß, ob das nächste Sommer angepflanzt wird, weil ich wahrscheinlich mal andere Nutzpflanzen anpflanzen muss, damit ich jede mal angepflanzt und verschickt habe. Das gehört ja bei den 100%, glaube ich, auch dazu. Ich weiß nicht. Falls doch, habe ich das Saatgut dann. Jetzt hüpfen wir aber ins Bett, liebe Leute. Der Tag ist jetzt rum. Hausdekoration. Es sieht ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Alleine auch das fancy Bett. Die Katze hat es natürlich schon eingeweiht. Lea liegt auch schon drin. Ich jetzt auch. Gute Nacht. Kinder haben ein Kaminchen im Zimmer. Kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Seitdem die Kinder spielen an dem Kamin rum, dann könnte man sich beschweren, weil die kleine Talandra hatte vorhin schon die Axt fast in der Hand. Ne? Ich habe es genau gesehen. Ich hoffe, ihr auch. So, und wir haben schon wieder ein Unwetter vor der Tür. Ich werde jetzt aber auch gleich rausrasen, weil die Folge endet hier, liebe Leute. Zack, bumm. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support. Ihr seid die allergeilsten Menschen, die es gibt, ne? Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da muss ich mal gucken, ob wir vielleicht mal wieder zu Clint gehen und ein paar Geoden öffnen lassen, weil ich habe ja auch noch den Fächer für Gunther. Das muss auch mal gemacht werden. Es regnet, das Weizenzeug wächst, die Fasern wachsen, da muss ich nichts tun. Das heißt, wir könnten echt mal wieder so eine Geodenöffnungsfolge machen, weil die letzte kam gut an. Ich schätze mal, das machen wir dann auch, wenn ich es nicht vergesse. Und Geschenkerunde müssen wir auch irgendwann mal wieder machen, vielleicht dann übernächste Folge, keine Ahnung. Wir schauen. Ich schaue, ob ich es hinkriege und hoffe, ihr schaut dann auch zu. Ne? Wie gesagt, vielen Dank. Ich bin jetzt aber raus. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei, wenn ihr wollt. Ne? Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.